regrets, but it's a bit too late. 'Cause the past is the past for a reason, man. It's gone and now it is a fact. What happens in your lifetime happens for a reason, no. 'Cause everything in life keeps coming back. It will hit me like a heart attack. Ich hatte ja das Vergnügen und die Ehre, bei der Shooto Kings 1 dabei zu sein und ich war hellauf begeistert. Absoluter Top-Sport. Wie wollten ihr das noch toppen? Ja, das ist immer so die Frage. Also ich glaube, toppen kann man alles, schlechter werden kann man aber auch immer. Wir arbeiten aber hart daran, dass wir eben immer besser werden. Wir sind nie mit dem zufrieden, was wir leisten oder was wir bringen, was wir abliefern. Wir haben jetzt dieses Mal bei Shooto Kings 2 ab 20 Uhr direkt mal 4 deutsche Titelkämpfe um die Amateurtitel, also die besten Amateur-Shooter, die es in Deutschland gibt, werden da im Ring stehen. Haben wir Lokalmatadoren dabei? Einige. Also das ist richtig gut. Das ist dieses Jahr irgendwie ganz, ganz komisch gelaufen. War echt Hammer. Die Jungs vom Lion Cage hier in Reutlingen, von Markus Hipp seiner Schule. Da ist einer dabei, der Robin Salahi Saraje. Genau, jetzt habe ich es richtig ausgesprochen, glaube ich. Ganz sympathischer Typ, hammerguter Thai-Boxer. Der hat sich da mal kurz in 3 Events, glaube ich, durch die Rangliste gepflügt und steht jetzt auf Nummer 2. Und auf Nummer 1 steht unser Junias Heil. Also es ist dann Lokalderby Reutlingen-Reutlingen. Okay. Ja. Sie wird es dann eine kurze Begrüßung geben. Einlass ist um 18.30 Uhr, Beginn der Kämpfe um 19 Uhr, 20 Uhr Begrüßung. Dann beginnen wir direkt mit den deutschen Titelkämpfen. Also da geht es direkt Schlag auf Schlag. Ja. Die Amateur-Shooter haben sich das ganze Jahr über auf mehreren Events qualifiziert, haben Punkte für die Rangliste gekämpft. Ja. Und die Top 2 Leute kämpfen jetzt am Samstag um den deutschen Meistertitel. Und da haben wir auch ein paar ganz interessante Begegnungen. Ich bin natürlich Gottes froh, dass wir auch von uns da ein paar Jungs mit dabei haben. Extrem fleißig gearbeitet. Die Jungs haben richtig Gas gegeben. Und das hat man dann einfach auch anhand der Erfolge gemerkt. Wir waren auf der Europameisterschaft in der Schweiz dabei, auf eigene Faust, sind dann mit unseren Jungs eigentlich bei jedem Amateur-Event mit dabei gewesen und die haben sich ganz gut geschlagen. Du bestreitest deinen letzten Kampf und sozusagen das, oder was heißt sozusagen, das Main-Event am Samstag gegen einen japanischen Kämpfer. Sag uns doch bitte, wie er heißt. Koji Takeuchi. Er ist ein sehr erfahrener Veteran, ja, hat jetzt die letzten Kämpfe alle vorzeitig gewonnen und ich freue mich riesig, gegen so jemanden nochmal in den Ring stehen zu dürfen und dann nochmal wirklich zeigen zu können, ja, was ich kann. Ich mache das jetzt ja auch schon länger als 2 Wochen, ja, habe auch schon ein paar Mal irgendwo auf der Welt gekämpft, ja, und es ist halt einfach schön, wenn man dann so eine wirklich eine Karriere, die einen über den ganzen Globus getragen hat, von Japan über Abu Dhabi nach Chicago, Los Angeles, New York, ja, einfach dann hier direkt im eigenen Ort, ja, vor der Haustür, einfach wirklich mit so einem internationalen Fight das Ganze zu beenden und hier auszusteigen, das ist natürlich schon ein Traum. So, liebe RT Sport Schauer, User, Gucker, ja. Ich darf euch jetzt noch ganz kurz ein paar Kämpfer vorstellen hier aus Reutlingen vom German Top Team, die am Samstag in Metzingen in der Öschhalle im Ring stehen werden. Und jemand, der ausschaut wie falsch, das ist der Joshua Politano, der kämpft bis 65 Kilo gegen den Danner vom Team Series Fighter aus Adler. Er macht einen Rahmenkampf. Der Joshua ist wie alt? 16. Okay, er schaut wirklich alter aus, ja, er ist wirklich erst 16. Er ist 16 Jahre und hat bisher einen Sieg und einen Unentschieden. Der Selvin ist die aktuelle Nummer 1 im Mittelgewicht, bis 76 Kilogramm im Shoot bei den Amateuren. Und der Selvin wird am Samstag um die deutsche Meisterschaft der Amateure gegen den Rafael Lesnino aus München kämpfen. Der Junias ist jetzt schon eine Weile bei mir und der ist die momentane Nummer 1 in Deutschland im Cruisergewicht, also bis 91 Kilogramm. Der Junias ist einer der Kämpfer, die jetzt so ein Reutlinger Lokal da bestreiten, weil der Junias wird gegen den Robin kämpfen, richtig? Und der Kampf geht wie aus? Einen weiteren Profikämpfer aus dem German Top Team herholen, der macht am Samstag sein Profi-Debüt, ja, in der Metzinger Schale bei Shooto Kings, der Jan Kronschnabel. Ach, und wie er gleich den Bauch einzieht, ja, und wie er gleich den Bauch einzieht. Jan, komm her. Der Jan ist unser Kickbox-Trainer hier im German Top Team. Der hat jetzt dieses Jahr Amateur-Shooto begonnen zu kämpfen, hat dann alles abgemäht, ist Nummer 1, ja, kann jetzt kein Titelkampf machen, hat sich dann kurz entschlossen gegen den Arthur Weitz im zweiten Lokalderby, das wir haben, Lion Cage gegen German Top Team, gegen den Arthur Weitz sein Profi-Debüt zu geben. Und der Kampf endet wie, Jan? Sieg durch K.O. würde ich sagen.
Die zweite Runde. Alex Budja, kommst du bitte mal? Ja, der Jan ist froh, dass er eine kurze Verschnaufpause kriegt, ja? Oh, jetzt haben wir die Haare gerichtet, ja? So, Leute, das ist der Alex Budja. Der Alex, der kämpft am Samstag auch um die deutsche Meisterschaft. Und zwar in Leichtgewicht bis 65 Kilogramm. Nein, natürlich nicht. Der Alex ist unser Schwergewichtler. Der Alex kämpft über 91 Kilogramm. Der kämpft um den Titel, um den Meistertitel gegen den Arrow Schreck vom KS Gym München. Ja, und der Kampf geht wie aus? K.O. Erste Runde. So, genau. Und zwar hat das gemacht gegen den Christian Neul. Genau. Genau, das waren glaube ich 25 Sekunden. Ja, mal gucken, ob wir das toppen können. Also du prognostizierst einen K.O.-Sieg in der ersten Runde. Denke ich, ja.